Herr Professor Gersdorf, Sie sind schon angesprochen worden. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier als jemand, der jetzt so ein bisschen Pfeffer reinbringen wird, weil es jetzt nämlich mal in die andere Richtung geht. Erstmal sage ich herzlich willkommen hier bei uns auf dem Podium. Ihre harte These heißt raus. Warum? Ja, schlicht und ergreifend, weil es einmal um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, aber auch, und das ist in der Demokratie bislang viel zu wenig thematisiert worden, auch um die Unabhängigkeit der Politiker. Denn die Politiker müssen im Parlament ja später abstimmen. Und derjenige, der mit einem Medienhaus verflochten ist, weil er dort sitzt, ist doch dann bei der Abstimmung nicht mehr unabhängig, der ist institutionell befangen. Es geht nicht nur um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich glaube, deswegen treffen wir uns hier im Kern, sondern auch um einen weiteren Eckpfeiler unserer Demokratie, um die Unabhängigkeit des Staates. Denn von den konkurrierenden Medienhäusern wird ein ehemaliger Ministerpräsident Beck, wenn er dann Interviews gibt aus dem zweiten deutschen Fernsehen, um nur dieses Beispiel aufzugreifen, ich schätze Sie sehr, aber ich bringe jetzt nur das Beispiel, auch nicht mehr als unabhängiger Politiker wahrgenommen, sondern als Interessenvertreter des zweiten deutschen Fernsehens. Und das verträgt sich nicht mit der Demokratie. Lassen Sie uns mit Mikrofon teilhaben, bitte. Haben Sie die Interviews gezählt? Nee, aber ich habe ja ein paar Jahre hier in Berlin verbracht. Diese These damit vereinbart, das würde ich gerne mal belegt haben. Also, nächste Untersuchung werden Sie das belegen. Okay, versuchen wir das mal. Also, Sie sagen, das funktioniert aus zwei Seiten nicht. Nicht nur staatsfern, sondern staatsfrei. Aber wer tritt an die Stelle und wer ist der? Wer sorgt für Repräsentativität oder brauchen wir die nicht? Also erst einmal nicht, dass Herr Ministerpräsident Beck AD jetzt in der Defensive neu ist. Erstmal begrüße ich sehr, dass wenigstens dieses Bundesland Rheinland-Pfalz die Kraft aufgebracht hat, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja vor langer Zeit schon mal angedeutet, sonst hätte ich als Bürger versucht zu klagen. Ich betone, versucht zu klagen, weil ich ganz sicher gewesen wäre, ob ich überhaupt klageberechtigt gewesen wäre. Aber ich hätte es in der Tat versucht. Jetzt warte ich erstmal ab, was in Karlsruhe rauskommt. Also diese Klage ist erforderlich, aber sie ist nicht hinreichend, weil sie geht nicht weit genug. Da stimme ich mit Frau Rösner vollständig überein. Es geht aber nicht um die Politik ferne, Frau Rösner, sondern um die Politiker ferne. Also, es geht darum, dass diejenigen, die staatliche Funktionen wahrnehmen, ja, das sind nicht alle, die im politischen Diskurs tätig sind, das ist nicht jeder Parteienvertreter, aber das ist jeder Vertreter einer Regierung, jeder Vertreter eines Landtages, des Bundesparlaments, des Bundestages, diese staatlichen Funktionsträger sollten, und das ist auch übrigens meine juristische Überzeugung, in den Gremien nicht sitzen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Es ist durch Inkompatibilitätsvorschriften, durch Unvereinbarkeitsvorschriften sicherzustellen, dass diejenigen, die staatliche Ämter bekleiden, nicht zugleich in den Gremien sitzen. Das hat ja nichts mit Politikferne zu tun. Ich bitte Sie, es interessieren sich sehr viel mehr als Politiker nur für Politik. Ja. Aber in der Zwischen, damit ich es verstehe, damit wir es definieren. Politikfern, staatsfern heißt was? Ist ein Parlamentarier? Geht das noch oder geht das nicht mehr? Dazu selbstverständlich sind Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften Vertreter des Staates, der ersten Gewalt unseres Staates. Das ist also nicht nur die Vertreter der Regierung, der Bundesregierung oder der Landesregierung, sondern natürlich auch sonstige staatliche Funktionsträger. Selbstverständlich haben auch MDLs oder MDBs nach meinem Dafürhalten in den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nichts zu suchen. Wer soll sie auswählen? Oder sagen wir, das ganze öffentlich-rechtliche System brauchen wir vielleicht nicht, gehen wir noch einen Schritt weiter? Dann ganz im Gegenteil, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der sich ständig ändernden Welt die Existenzberechtigung erhalten möchte, dann sollten Sie sehr darauf bedacht sein, die Politik möglichst rauszuhalten. Das ist übrigens nicht nur meine persönliche Überzeugung. Mit wie vielen Journalisten spreche ich, mit Herrn Intendanten Ploog, ARD-Vorsitzenden lange Jahre, der ist Honorarprofessor in Rostock, ich bin auch in Rostock Hochschullehrer, da sind wir voll und ganz einer Auffassung gewesen. Staatliche Funktionsträger sollten nicht in den entsprechenden Gremien sitzen und das ist ganz einfach durch Unvereinbarkeitsklauseln in den Staatsverträgen sicherzustellen.
Die Kraft kommt nicht von der Politik, und da komme ich jetzt zurück zum Bundesverfassungsgericht. Ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht auf diese Frage eingeht. Also nicht wieder nur die Frage versucht zu beantworten, ist die Beherrschungsgrenze im Einzelfall erreicht, sondern die Frage endlich mal beantwortet, mit welcher Berechtigung sitzt ein staatlicher Funktionsträger überhaupt in den Gremien? Denn das Bundesverfassungsgericht geht seit 1961, ohne dies jemals begründet zu haben, davon aus, dass das zulässig ist. Ich wünschte mir, dass das anhängige Verfahren jetzt endlich mal zum Anlass genommen wird, diese Frage mal grundlegend zu beantworten. Worin liegt die Legitimation eines staatlich, auch demokratisch legitimierten Politikers in diesen Gremien zu sitzen? Und ich glaube, es gibt keine Legitimation. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Medien insgesamt haben die Aufgabe, die demokratisch legitimierten Politiker zu kontrollieren. Und derjenige, der kontrolliert wird, darf auf den Kontrolleur keinen Einfluss gewinnen, sonst leidet die Kontrolle. Nur wer schickt die dann dahin, die da sitzen? Da kann es bleiben bei der Auswahl der gesellschaftlich relevanten Gruppen. Ich gehe sofort dazwischen. Ich wusste oder ahnte, dass Sie das antworten würden. Sind wir dann nicht in der Rolle und in dem Problem, was Kurt Beck gerade geschildert hat? Dann sucht sich jeder einen aus und schickt da einen hin und der macht dann im Prinzip, was er möchte, aber tut es nicht offen? Also das werden wir erst mal sehen, wenn das sich institutionalisiert, dass also die Parlamentarier und die sonstigen staatlichen Funktionsträger in den Gremien nichts mehr zu suchen haben, also dort nicht mehr sitzen, dann mag es in der Anfangsphase noch so eine Strohmann-Geschichte geben, aber in der Wissenschaft gibt es mehrere Beispiele dafür, dass immer dann, wenn man unabhängige Kontrollinstanzen schafft, sich auch ein Maß an Unabhängigkeit in dieser Kontrollinstanz herausbildet. Und dann wird irgendwann der Strohmann sich gar nicht mehr als Strohmann missbrauchen lassen, sondern eine eigene Position ergreifen. Also da hätte ich Vertrauen in die Unabhängigkeit auch der Gremien. Nur man muss den Mut haben, hier eine klare Trennung zu vollziehen. Ich bedanke mich herzlich für die klare Ansage. Die wird die Diskussion beflügeln. Dankeschön.